Hallo, willkommen zurück. Es geht weiter bei Below Zero. Wir haben ja gerade hier in der letzten Folge noch zum Schluss wunderbar das Alien-Artefakt gefunden, haben irgendeinen Wasseranalysator bekommen. Den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Das werden wir jetzt zusammentun. Und unser Alien-Freundin in unserem Kopf hat gesagt, dass unser Körper eigentlich scheiße ist. Dem müssen wir jetzt beweisen, dass dem nicht so ist. Deswegen geben wir ein bisschen Gas. So, einmal rückwärts bitte. So, okay, wir sind rückwärts raus. Noch nicht ganz. So, aber jetzt. Und haben über uns ein sehr interessantes Farbenspiel. Der Himmel macht wohl hier auch ein paar komische Dinge. So, okay. Jetzt schauen wir mal kurz in die Baupläne rein. Nee, Moment. Ich habe keinen Bauplan bekommen. Alles klar. Forschung. An den Propellerfisch, genau, den haben wir ja. Ein bizarrer Fisch mit sternförmig angeordneten Flossen, die zur Beschleunigung und Drehung versetzt. Sehr hohe Geschwindigkeit in gerader Linie, Beurteilung essbar. Okay. Den werde ich aber schön in mein Aquarium reinhauen. Ein Wasseranalysator. Dieses Forschungsgeschein gebaut sind. Prüfe auf Gefall von Kara-Erregern im Wasser. Spektroskopische Analyse, Experimente, Anwendung von Lichtwärme, chemische Verbindung und zylindrischen Kern in der Mitte der Speicherkammer. Ich habe mich gefreut, dann war das einfach nur das Ergebnis des Scans und ich habe mich schon gefreut, dass ich jetzt endlich Wasser selber herstellen kann. Ja, mal wieder zu früh gefreut. So, okay. Jetzt waren wir ja da. Jetzt fahren wir zum Wrack von der Merkur zurück. Untersuchen das und währenddessen hören wir uns noch an, was die Sam noch zu sagen hatte. Hey Robin, I'm sorry, my last message was so awful. I've been under a lot of stress. I'm not sure what's going on with anything. I can't really talk about it either. Oh, and I'm definitely not dating anyone on this water planet. Don't know what I was thinking there. Have I told you how cold it is here? Get this. I can't even get my wash and go dry before the wind freezes the moisturizer in my hair. Wild, right? Well, anyway, I'm sure you're mad at me after what I said, but I could really use a friend. You're my sister. I love you. I'm sorry. Was tut dir denn leid? Was ist denn passiert? Habe ich das verpasst? Das hat aber, glaube ich, nichts direkt mit den Nachrichten hier zu tun. Sondern das ist irgendwas, was nicht gezeigt worden ist. Müssen wir mal kurz hier. Hallo? Okay. Für später mal. Falls ich mal wieder überraschend Durst bekommen sollte. Ah, das war der Kollege, der mich gefressen hat. Ah, Schweinepriester. Zuckt ihn nun nicht, glaube ich. Schade eigentlich. So, hier gibt es übrigens noch ein neues Signal. Wo war denn das? Ich habe doch hier gerade. Ah, hier. Erbauer Körperlager. Ah, okay, da kann ich runter und dann kann der mir zumindest eine Komponente bauen. Moment, ist die schon im. Nee, das wäre im Bauplan, glaube ich, jetzt aufgetaucht. Nee, da ist noch nichts Neues dazu gekommen. Okay. Also, wir gehen weiter zum Merkur. Hören uns dann die letzte Aufzeichnung von der SEM an. Dann haben wir das alles abgearbeitet und haben dann nichts mehr offen. So, und los geht's. Hey Robin. I really need someone to know. I'm afraid something terrible is gonna happen. You were completely right about Altera, okay? You were right. I was wrong. And the cat should be called Potato. I admit it. sorry. Bad attempt at a joke. I just. I don't know what to do. I guess I should just come out and say it at this point. I've said this much already. We found a frozen Leviathan that's infected with Kara.
Altera thinks they can use it for something. Weapons, experimental treatments, a whole range of things. But one end of the range is ugly, dangerous, but profitable, of course. What if it gets out while we're messing around with it? Or worse, what if it ends up a bioweapon in the wrong hands? I hope I'm overreacting, but I don't think I am. Anyway, message me back, please. I could really use a friend. You're my sister. I love you. So, okay, sie hat definitiv zu viele Fragen gestellt oder zu unbequeme Dinge gemacht. Ich frage mich gerade, ich kann das hier doch deaktivieren, das brauche ich doch gar nicht mehr, oder? Ich meine, das ist ja die Pilotin, das ist ja die Marguerite. Ich werde das Signal mal deaktivieren. Bei Bedarf kann ich es ja wieder anmachen. Das hier kann ich ja auch ausmachen, denn das habe ich auch gefunden. Da war ich ja jetzt auch. Kann ich auch ausmachen. Den brauche ich erstmal auch nicht. Den Anleger. Denn da muss ich erstmal nicht zurück, sondern erst wenn ich dieses komische Modul da gebaut habe. Vorher brauche ich da ja gar nicht mehr auftauchen. So, da sind wir wieder bei meinen elektronischen Freunden. Euch will ich gar nichts zu tun haben. So, jetzt sind wir hier wieder beim Frack. Dann kann ich mich natürlich jetzt mit der großen Flasche ein bisschen tiefer reinwagen. Schauen wir mal, was das für mich so bereithält. Also. Wir trinken mal kurz noch was und ich. Deswegen habe ich mir den Fisch geholt. Ich hatte nämlich schon wieder viel zu wenig zu trinken. Ich muss mal deutlich mehr trinken vorbereiten. So, gefiltertes Wasser trinken, dann lade ich mal kurz aus. Wenn ich einigermaßen leer bin. So, wir sind, das ist okay, der Schneider ist voll, der ist nicht voll, den machen wir mal kurz 100%. Dann haben wir die Batterie auch raus, den Fisch sowieso. Leuchtfackel, warum trage ich eigentlich eine Leuchtfackel mit mir rum? Ernsthaft? Ja, Signalmanager, ich habe es doch kapiert, dass der hier neu ist. Ich habe es jetzt gesehen. So, jetzt kannst du es eigentlich wegmachen. Okay. Damit sind wir bereit. Lass uns rausgehen und nochmal. Die Ellen-Signale schalten sich eigentlich alleine ab. Ja gut, aber das eine hat es sich ja jetzt nicht abgeschaltet. Nehmt den mal mit, falls ich noch Hunger kriege. So, hier drüben gab es ja noch was zu erforschen, und zwar den Lüftungsschlitz. Aber ich gehe jetzt erstmal hier geradeaus weiter. Schauen wir mal, was es hier noch gibt. Jawohl, der Kernreaktor. Das ist jetzt nur ein Fragment mal. Eigentlich ist es unlogisch. Eben, okay. Ich kriege den Kernreaktor direkt, weil es ist ja eigentlich ein kompletter Kernreaktor. Sehr schön. So, hier haben wir auch Laser. Einen Moment, ich habe das falsche Gerät drin. So, jetzt. Die Versorgungskiste auf. Ah, noch ein Kernbrennstab. Sehr schön. Ein PDA. Kupferdraht. Ist hier noch was? Also in den Konsolen hier gibt es irgendwie nichts zu holen. Regelmäßig leer. So, geht's noch weiter geradeaus. Hier könnte ich noch mehr Metallschrott aufsammeln. Ich nehme es einfach mal mit. Mich hier rein, zumindest nicht hier durch. Oh, liegen aber viele Kernbrennstäbe rum. Ich meine, wozu habe ich dann Uraninit eingesammelt, ehrlich gesagt? Ich überall gratis Kernbrennstäbe bekommen.
Warum schwimme ich eigentlich die Treppe hoch? Ist auch zu. Ist jetzt auch nochmal ein Kernbrennstab drin. Eine Synthetikphase, die hätte ich auch hier gefunden. Interessant. Hier ist aber nichts mehr im Regal. Okay, also ich kapiere schon, bei Below Zero ist es jetzt so, dass in diesen Kisten oder dass man in diesen Frags vermutlich keine Blaupausen mehr findet. Und auch keine Datenboxen mehr, so wie es ausschaut. So, ja gut, da bräuchte ich wahrscheinlich die Schubkanone dafür. Die habe ich aber noch nicht. Aber man findet dafür jede Menge so wichtiges Zeug, was man auf jeden Fall auch gebrauchen kann. Wobei, stimmt ja gar nicht. Ich habe mir eine Blaupause gerade gefunden, habe den Kernreaktor gefunden. Aber man findet wohl keine Datenboxen mehr. So, da müssen wir auch rüber, aber da hole ich mal kurz Luft. Und schmeiße auch mal kurz die ganzen Kernbrennstäbe und das Zeug raus. Synthetikphase. Moment. Verbrauchter Kernbrennstab. Okay. Brauche ich sowas? Also ich vermute jetzt mal nein. Habe ich jetzt nicht darauf geachtet, dass der auch verbraucht ist. Also ich glaube immer noch nicht, dass die selbstgebauten Kernbrennstäbe in dem Spiel aufgebraucht werden können. Denn ein Kernbrennstab hält ja mehrere Jahre. Und wir sind hier ja nicht mehrere Jahre auf diesem Planeten. Sondern ja ein paar Tage, meinetwegen ein paar Wochen, wenn man es genau nimmt. So, hier gab es ja jetzt nichts mehr. Aber hier gab es diese Lüftung. Was hier nach unten geht. So, jetzt bin ich wo? Irgendwo, wo es noch so ein Fragment gibt eines Parallelprozessors. Brauche ich noch einen dazu. So, gab es hier noch was? Außer Geiselkörbchen wohl nichts. Zumindest im ersten Moment nicht. Noch was oben. Warum ging hier eine Treppe hoch? Jetzt mal ernst. Ah, hier ist eine Tür. Okay, die Tür geht aber nicht auf. Okay, dann füllen wir mal kurz Luft auf. Moment, hier ging es doch. Genau. Gut. Schrott schmeiße ich zur Not wieder raus, wenn ich keinen Platz mehr habe. Moment, hier. Ich ziehe jetzt überall hin. Jetzt noch eine Kiste. Wasser, sehr schön. Das kann ich gebrauchen. Hier haben wir nochmal eine Kiste. Und nochmal Wasser und Essen. Okay, hier geht's auch weiter. Jetzt nach oben. Aber hier geht's nicht weiter. Okay. Das heißt, hier rein vielleicht. Nee. Hier ist aber noch eine Kiste. Eine Batterie, okay. Muss ich gucken, ob ich mir auch den Rückweg gemerkt habe, bevor mir irgendwie die Luft ausgeht. Okay. Was ist das? Ein verstärkter Taucheranzug. Sehr geil. So, jetzt soll ich aber so langsam an den Rückweg denken, sollte ich den auch wieder finden. So, hier ist eine Pflanze, sehr schön. Das erleichtert die Sache. Hier ist irgendwie eine Höhle unten drunter. Hier ist noch eine Pflanze. Das ist auch sehr schön. Aber hier scheine ich. Okay, hier ist eine Erzader mit Titan. Okay, komme ich hier raus? Nee. Schade. So, okay, die hat sich auch wieder aufgeladen. Gut.
Ja. Da fängt es natürlich jetzt an. Wo war der Rückweg? Eventuell? Nein. Ach Moment, hier bin ich. Da bin ich falsch. Wasserfiltermaschine. Das Gute ist, die Baupläne bleiben ja, glaube ich, enthalten, auch wenn ich sterben sollte. Gut, dass ich hier nochmal war. Ah, hier bin ich. Hier bin ich, glaube ich, hergekommen. Ja, hier bin ich hergekommen. So, ich vermute jetzt einfach mal. Was konnte ich, hier doch gerade was scannen. Was konnte ich hier scannen? Doch hier gerade was scannen. Hier ist doch ganz kurz für einen Bruchteil von einer Sekunde ist doch der Scanner angegangen. Oder war das ein Licht hier im Eck? Das könnte natürlich auch sein. Okay. Das könnte auch sein. So. Vermute einfach mal, da gibt es nichts mehr. Behaupte ich jetzt einfach mal. Weil ich habe einen Kernreaktor gefunden. Ich habe die Wasseraufbereitung gefunden. Ich habe einen verstärkten Taucheranzug gefunden. Also wenn es da noch mehr gibt, dann wäre ich jetzt tatsächlich überrascht. So, Datenbanken. Logbuch der Merkur können wir gleich durchgucken. Technik. So, also verstärkter Taucheranzug. Ja, bla bla bla, ist okay. Dann haben wir hier den Wasserfiltersystem. Das kennen wir ja auch. Das wird man dann in der Basis bauen. Und dann haben wir den Kernreaktor. Den werde ich auch bauen. Wunderbar. Dann haben wir jetzt noch ein paar Logbücher gefunden. Das Wichtigste habe ich noch nicht. Da gibt es noch mehr da drin. Okay, jetzt bin ich tatsächlich überrascht. I'm alive. Stephanos saved me. The Mercury attempted an emergency takeoff and everything seemed fine. I was helping the bridge crew with the emergency takeoff since the crew is, well, was shorthanded because of everything. I heard the sound of metal tearing and for a split second, everything was tinged bright green and unbearably hot. Then I saw daylight and I was looking down at the ocean and ice. The strongest wind I've ever felt roared in my ears, ripping through the ship. People went flying out the side of the Mercury, so much screaming and chaos. I was lucky. I had just clipped into my sea tanker. Stephanos came out of nowhere, like a malaika, an angel. I felt his rough, calloused hand grasp mine with the gentlest of urgency. It felt like time slowed, he said. I gotcha. Just follow me, Ella. I don't know how, but he used an emergency tether to drag me to the nuclear reactor core, the strongest bulkhead in the ship. We hit the water and everything went black. He's sleeping. I think he might have hit his head. I'm exhausted. The adrenaline has long since worn off and my body aches. I think I might have fractured the rib. I'm gonna shut my eyes for a bit. When I wake up, I'll figure this out. I'll save us. Scheint so als... Wobei, ich kann ja nicht sagen, ob sie gescheitert wäre. So, Logarkrieg meint schon wieder, ich habe irgendwas übersehen. Also hier hinten komme ich an den einen Raum nicht rein. Hier habe ich einen Kernreaktor. Ich habe das Wichtigste, habe ich nicht. Okay. Also ich vermute mal, ich muss hier nochmal zurück, aber ich schaue trotzdem nochmal hier oben. Hier haben wir noch eine... Ah, Moment. Ah, aha. Hier haben wir noch eine Tür. Was könnte wichtiger sein als der Kernreaktor, die Wasseraufbereitungsmaschine und ein verstärkter Tauchanzug? Bin gespannt.
So. Schauen wir mal, was wir hier finden. Hier erstmal gar nichts. Bin ich jetzt da wohl? Der Krebs. Okay, du hast mich überzeugt. Modell 3 auch noch. So, Krebsbohrerarm. Was habe ich denn da? Was ist das? Ah, nochmal ein Krebs. So, erst 2 von 4. Na. Ekelhaft. Ich dachte, ich habe ihn schon. Nochmal wieder ein Kernbrennstab. Schon lange keinen mehr gehabt. Also ich kann den einen oder anderen Kernreaktor kann ich tatsächlich betreiben mittlerweile. Was? Ne, die habe ich gescannt. Ach, die verschwinden gar nicht, wenn man die scannt. Das ist ja interessant. So, sind hier noch mehr? Moment, war ich hier schon? Ja, hier war ich jetzt schon. Okay, ich hätte da auf den auf andere Art und Weise hätte ich hier reingefunden. Ich dachte nicht, dass man hier durchkommt. Kann man sich täuschen. Aber das ist ein bisschen schade, dass man hier jetzt nur 2 Krebs findet. Ach, hier hinten gab es auch einen Eingang. Ah, hier liegt ja nochmal was rum. Finde ihn auf jeden Fall vollständig. Bedeutet, hier muss dann irgendwo noch ein Krebsteil rumliegen. Aber das wie immer, es gibt eigentlich fast immer 2 Eingänge. So, jetzt werde ich mir mal kurz was zu trinken organisieren. Die sind gerade irgendwie ein bisschen in Trance. Schlafen die wahrscheinlich? Richterfisch würde ich noch für mein Aquarium haben. Wenn ich das zählt dazu. Das ist kein extra Ding. Die Kisten sind hier ja generell, glaube ich, leer. Das ist anders. Das ist auch nur Metallschrott. Eine verwelkte Riesenseerose. Warum kommt das erst jetzt, dass ich das scannen kann? Da bin ich schon 8-mal dran vorbeigeschwommen. Okay. Muss mal kurz Luft holen gehen. Irgendwo muss da noch ein letzter Teil sein. Ich fahre mit der Seebahn auch mal drum rum. Damit ich direkt am hinteren Teil bin. Ist der Weg wahrscheinlich kürzer. Vor allem mal zurück und einmal hier lang. Hier liegt nur Metallschrott noch rum. Hier, den habe ich ja jetzt gerade gescannt. Dann muss ich jetzt noch mal rein. Aber erstmal ausladen, den ganzen Metallschrott raus und Energiezelle, Kernbrennstäbe raus. Einmal essen werde ich, den Fisch raus. Die werden wir jetzt umwandeln. Batterien vielleicht noch raus. So. Hier bitte auch
Raus mit euch. So, und hier wieder rein. So, wie gesagt, die beiden Fische werden wir noch kurz zu Wasser verarbeiten. Ein Beet gibt's da auch noch. Okay. Dann werden wir jetzt mal, Moment. Ich was zu futtern? Nee, ich hab nichts zu futtern gerade, gell? Aber ich hab da irgendwo einen Fisch. Ah doch, ich hab genügend. Gerade genügend zu futtern dabei, hey. Muss halt auch aufs Richtige gucken. So, Moment, wir haben jetzt erstmal 5 Baupläne gefunden. Welche waren das? Das ist der Wasserfilter, Kernreaktor, das ist klar. Was braucht man dafür? Ein Kupfer, Aerogel, erweitert Blastahl, Blei. Okay, das ist einfach. Haben wir alles da. Krebsbohrerarm habe ich. Den kann ich mir auch bauen. Wurfhakenarm, Benzol habe ich noch nicht. Hubkanone kann ich auch noch gebrauchen. Stärkster Taucheranzug, Synthetik, Diamant, Titan, das habe ich auch. Und den Kernbrennstab, den können wir auch machen, ja. Und irgendwas bumst mich da die ganze Zeit an. Also. Ich sag, den haben wir schon. Geh mal hier nochmal rein. Den haben wir auch schon, den haben wir auch schon. Hier gibt's nichts weiter. Drüben ist noch eine Kiste. Die leer ist, interessant. Warum ist die Kiste leer? Warum sind die beiden Kisten leer? Was ist der für der Krebs? Jetzt dämlich den zu finden? Hier scheint es aber erstmal nichts mehr zu geben, glaube ich. Das ist der Raum, durch den ich rein bin. Okay. Zuchtbehälter gewesen. Gibt es nichts mehr weiteres? Treppe bin ich ja auch schon hochgeschwommen. Da gab es ja. Moment. Komme ich hier durch? Ne, hier komme ich nicht durch. Muss ich aber eigentlich auch gar nicht. Gab es hier oben jetzt noch irgendwas, was ich übersehen habe? Schon durchgeschwommen gewesen? Nein, hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. So. Ah, sehr schön. Das letzte Fragment. Kann ich den Parallelprozessor bauen? Now I just need to build the test override module. Then I can disable that satellite tower. So, gibt's hier noch mehr? Ah, noch ein neuer Song. War schon lange nicht mehr in der Basis drüben. Jetzt habe ich schon 2 Platten gefunden. Ah, hier gibt's auch noch so ein Teil. Hier oben. Ist hier noch was? Nee. Okay, dann muss ich wohl doch hier rein. Wo bin ich? In der Kombüse. Hier war ich doch schon. Verdammt, hier war ich schon. Irgendwo gibt es hier noch ein Beet.
Ist das da unten gewesen? Okay. Okay, hier ist der andere Abluftschacht, über den ich jetzt zurückgekommen bin. Könnte das Beet noch sein? So eine Tür, die ich vergessen habe? Ich glaube nicht, oder? Ist zurück, ich habe kaum noch Luft. Moment, wo war der? Hier. Dann gehen wir halt mal einmal zurück und... Moment, komme ich hier raus? Nee. Moment, wie bin ich jetzt hier eigentlich reingekommen? Ich kam irgendwie von hier, genau. Wie bin ich hier rausgekommen? Gibt es eigentlich hier irgendwo... Hier gibt es doch Luftpflanzen, fällt mir gerade ein, ja. Da muss ich mich mal kurz bedienen, sonst könnte es eng werden. Sonst könnte es etwas eng werden. Moment. Ich doch den gerade rein? Ja, oder? Ja. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich hier reingekommen bin, ehrlich gesagt. Hier ist eine zerschnittene Tür. Ich habe mich hier eindeutig verfranst. Moment, ich weiß, wo ich bin. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Müssen wir halt so zurückfahren. Ich habe das Beta allerdings leider nicht gefunden. Aber wenn es drin ist, dann... werde ich es ja irgendwo noch finden. Gut, ich habe diesen komischen Prozessor gefunden. Das war auf jeden Fall schon mal wichtig. Um das Beet zu finden, werde ich mich da noch ein bisschen umschauen müssen. Bis zur nächsten Folge habe ich es gefunden. Also, dann mache ich an der Stelle einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.